Einen wunderschönen guten Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr alle nochmal zurückgekommen seid nach dem ersten Blog heute Vormittag. Könnt ihr mich gut hören? Kann man mich hören? Ja, super, danke schön. So, gut. Ganz kurz möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Willem Hensen. Ich bin Referent für unter anderem einer der Referenten für Nahost bei Medico. Ich bin seit 10 Jahren bei Medico. Seit Tag 1 beschäftige ich mit Syrien und im Schwerpunkt immer mit den Entwicklungen in Nordsyrien. Also ich hatte das Glück, letzten 10 Jahre praktisch und hautnah an den Entwicklungen dabei sein zu dürfen. Bin mehrmals in die Region gereist unter unterschiedlichen Vorzeichen. Früher war es sozusagen noch sehr flexibel möglich, von der Türkei rüber zu reisen. Aber zuletzt waren wir offiziell erstmalig als Medico von dem Nordirak in Nordsyrien. Nach meiner ersten Reise in die Region, als wir das erste Mal, Martin und ich, unsere Freunde aus Nordsyrien getroffen haben, am Grenzzaun zwischen Nusaybin und Kamischli, gab es danach sehr kontroverse Diskussionen bei uns im Büro. So schön wie alles ist, so groß wie die Utopie ist und die Hoffnung ist, das kann doch in der Region keinen Bestand haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier sozusagen nach 10 Jahren nicht nur eine Bestandsaufnahme machen können eines lebenden, sich ausbauenden Projekt des Rojava, sondern dass wir den Mut haben, das auch kritisch zu tun. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf die nächsten 1,5 Stunden. Was verbindet mich oder sozusagen was ist meine Einschätzung der Selbstverwaltung? Momentan habe ich lange darüber nachgedacht. Ich möchte es ganz kurz mit einem Beispiel beantworten. Wir waren im April, meine Kollegin Frau Starosta und ich, in Nordsyrien und wir haben mehrere Gefängnisse besucht, in denen vor allen Dingen Kämpfer des Islamischen Staates untergebracht sind. Wir durften uns frei in diesen Gefängnissen bewegen. Wir haben mit IS-Mitgliedern aus Frankreich, Spanien, der Türkei, Marokko gesprochen und konnten danach mit der Gefängnisverwaltung kritisch über die Missstände in diesen Gefängnissen reden, weil alles ist weit davon entfernt, ideal zu sein. Und das behauptet auch niemand in Nordsyrien. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Ländern in der Region, wo ich regelmäßig hinreiche, wäre es niemals möglich gewesen, sagen wir mal im Irak oder Türkei, Gefängnisse zu besuchen. Und in vielen dieser Länder wären wir als Mitarbeiterin einer politischen Menschenrechtsorganisation Insassen dieser Gefängnisse und nicht Besucher. Und ich glaube sozusagen, das ist für uns immer wichtig. Es gibt viel in Nordsyrien, was nicht ideal läuft, aber es gibt immer die Gesprächsbereitschaft, dass man das sozusagen selbst reflektiert und erkennt. Und das ist sozusagen die Hoffnung, die wir mit diesem Projekt verbinden. Ich möchte kurz meine Gäste hier auf dem Podium vorstellen. Bin sehr froh, dass Sie es alle hierhin geschafft haben. Als erstes wird sprechen Ercan Aybora. Viele von Ihnen kennen ihn sozusagen. Er ist nicht nur stellvertretender Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen, sondern auch ein sehr aktives Mitglied der Ökologiebewegung in Gesamtkurdistan. Ercan und ich arbeiten sehr intensiv zusammen. Er hilft uns unter anderem, unsere Projekte in der Türkei umzusetzen, in der Südosttürkei. Die Türkei ist momentan oder mittlerweile eines der schwierigsten Länder für uns, wenn es darum geht, aktiv Kooperation zu betreiben. Viele der Freunde oder der Weggefährten der letzten Jahre sind mittlerweile in Haft. Leyla Güven ist ein Beispiel, die eine 45-jährige Haftstrafe erwartet. Deswegen sozusagen Ercan, der uns dabei unterstützt. Neben ihm sitzt Dr. Sadi. Dr. Sadi ist Leiter des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Rojava. Und Mitbegründer des Centers for Solidarity, was versucht, die Verbindung der Universitäten in Rojava sozusagen international zu versetzen. Dieses Center ist ansässig in Paris. Momentan lebt er in den Niederlanden und hat dort sozusagen ein Postdoktorandenstipendium. Ich muss ihn nicht vorstellen, ich mache es aber doch trotzdem. Dr. Omar, außenpolitischer Vertreter der autonomen Selbstverwaltung. In seiner Funktion versucht er irgendwie in diesem Labyrinth der internationalen Kräfte in Nordsyrien die Diplomatie der Selbstverwaltung voranzutreiben. Ich glaube, eins seiner Hauptaufgabenfelder ist momentan die Repatriierung der internationalen IS-Kämpfer. Eine tickende Zeitbombe, wie wir zuletzt im Januar diesen Jahres gesehen haben. Aber auch die Frage der Gerechtigkeit, der Verurteilung der IS-Kämpfer in Nordsyrien. Und als letztes in der Runde begrüße ich Christine Hellberg, einer der renommiertesten Stimmen und Syrien-Kennerin im deutschsprachigen Raum. Sie hat 7 Jahre lang noch in Damaskus gelebt und nicht nur über die Ereignisse in Syrien berichtet, sondern in der gesamten Region Nahost. Sie hat mehrere Bücher zur Syrien-Krise geschrieben.
lebt mittlerweile als Nahost-Expertin in Berlin und forscht momentan zur syrischen Diaspora. Wir werden es so machen, dass jeder der Panelisten bekommt 10 Minuten für das Eröffnungsstatement. Dann kann man untereinander Bezug nehmen und wo wir hoffen, dann am Ende der Zeit noch die Fragen fürs Publikum zu öffnen. Und damit möchte ich gerne übergeben an Ercan. Guten Tag, Rojbaş. Ich werde sprechen zur Entwicklung der autonomen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, kurz zusammengefasst, ohne zu große ausschweifige Analysen und Berichte. Dazu gibt es eine PowerPoint-Präsentation, die jederzeit fertig ist. Ich war selbst 2-mal in Rojava und habe dort jeweils Wochen oder Monate verbracht und habe mich mit den Strukturen auch im Rahmen eines Buches auseinandergesetzt. Buch Revolution zu Rojava. Also, so. Hier sehen wir nochmal eine Karte von Syrien, die ethnisch-religiöse Vielfalt zeigt. Die gibt es auch in Rojava. Nochmal zum Hintergrund und ein Grund für die vielen Entwicklungen, warum sie Entwicklung so oder so passiert sind. Vor der Revolution, die jetzt 11 Jahre alt ist, und Befreiung, die 10 Jahre alt ist, fragen wir uns, wer war da und wer hat diese Befreiung durchgeführt? Da gibt es einen Namen, den möchte ich ein bisschen in den Vordergrund stellen. Das ist Tevdem, die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft. Die wurde initiiert von PYD, der Partei der Demokratischen Einheit, der kurdischen Frauenbewegung Kongresstar, als Organisation in Rojava und andere Organisationen, die mit dem Aufstand in Syrien sich organisiert haben. Und Tevdem ist ein großer Zusammenschluss von vielen, vielen Organisationen, älteren, aber vor allem neuen, darunter auch Volksräte, die verbreitet in Rojava und Aleppo damals gegründet wurden. Es funktioniert, begann zu funktionieren wie eine Rätedemokratie, etwas orientiert an der Praxis in Nordkurdistan. Und die Grundlage ist der beschriebene demokratische Konföderalismus. Als oberstes Gremium gab es bis Anfang 2014 den MGRK, Volksrat von Westkurdistan, aber den gibt es nicht mehr. Und noch ein letzter Satz, innerhalb eines Jahres wurde Tevdem, sage ich mal, in der Bevölkerung von Rojava zu eindeutig zur politisch stärksten Kraft. Das musste sie sein, um die Befreiung durchzuführen. Hier sehen wir Bilder nochmal zur Erinnerung, wahrscheinlich aus Kobani, aber genau weiß ich es nicht. Und die Befreiung begann in Kobani mit Belagerung der staatlichen Einrichtung und so weiter. Genau, die erstreckte sich über mehrere Monate. Und dann war fast ganz Rojava, sage ich mal, befreit. Und es gab fast keinen syrischen Staat mehr. Und Tevdem musste es schaffen, die Selbstverwaltung alles zu organisieren, dass kein Chaos kommt und dass kein Krieg dahin kommt und dass die Versorgung halbwegs gesichert ist. Der erste Winter war schwierig, Sachen Energie, Wasser, Müll, aber es wurde bewerkstelligt. Das Regime hat auch möglichst wenig hinterlassen an soziale, administrative Infrastruktur oder an Personal. Musste alles von Grund auf selbst organisiert werden. Dafür hatte Tevdem 1 Jahr Zeit. Die Volksräte wurden weiter ausgebaut, Stadtteilen, dann auch Kommunen als unterste Ebene, was als zentrales Element ist. So wurde mit dem Ziel, mehr Bevölkerungsteile in die aktive Politik und Selbstverwaltung einzubeziehen. Über den Kommunen gab es 3 Ebenen von Volksräte. Genau. Ja, dann begann Ende 2013 ein neuer Prozess. Tevdem hatte nicht vielleicht die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Bevölkerung von ganz Rojava hinter sich, die andere Hälfte nicht, aber organisierte diese Region und Ziel war, mehr Teile der Bevölkerung einzubeziehen. Weitere kurdische Parteien, so 4, 5 kamen hinzu. Ein Großteil der Assyrer Aramäer beteiligte sich daran. Das war ein qualitativ wichtiger Schritt. Auch erste arabische Organisationen, Gruppen, kleinere
haben angefangen mitzumachen. Es wurde ein Gesellschaftsvertrag ausgearbeitet, keine Verfassung, Diskussion. Und dann erfolgte die Gründung der demokratischen Selbstverwaltung und die demokratische Autonomie wurde offiziell ausgerufen. Genau, ein weiteres Ziel war, neben der Unterstützung der Bevölkerung mehr Legitimität zu schaffen. Es wurden Legislativen geschaffen, wie wir hier sehen. Das ist von Jizida. 40% der Mitglieder waren von Tevdem, 60% von allen anderen Organisationen, Gruppen, die mitmachten. Und die schafften es nach einer Weile doch, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu bekommen. Es wurden ganz viele Gesetze beschlossen für eine solidarische Wirtschaft, natürlich für die Rechte der Frauen. Es ist ja eine soziale Revolution, die vor allem mit der Frauenbefreiung stark wurde, wird. Genau, hier noch ein Überblick, ich zähle das nicht auf. Links sind die Hauptsektoren von Tevdem gewesen und diese Zahl erhöhte sich auf mehr, 13, 14 und ist noch mehr geworden, glaube ich. Es ist eine Ausdifferenzierung der Selbstverwaltung, die ein bisschen komplizierter ist, die ich hier nicht alles so erklären möchte. Das hat sich dann so weiterentwickelt. Dann gab es einen Widerstand in Kobani und im 2015 wurden die syrisch-demokratischen Kräfte gegründet als Verteidigung und der syrisch-demokratische Rat als politisches Projekt, um eine demokratische Perspektive für Syrien zu entwickeln. Hier links unten sehen wir die Exekutive der neuen Selbstverwaltung von Minbij, die 2016 gegründet wurde mit der Befreiung. Also es kamen dann im 2015, 16 neue Gebiete hinzu, weshalb dann die dritte Stufe begann, die Demokratische Föderation Nordsyrien. Die wurde 2016 vorbereitet, 2017 dann in die Praxis umgesetzt. Ein neuer Gesellschaftsvertrag wurde diesmal 8 Monate diskutiert und so. Und aus der demokratischen Autonomie wurde die Demokratische Föderation. Genau. Und so eine Struktur wurde erstmal geschaffen. Also 3 große Regionen, 6 Kantone, die gibt es so, glaube ich, nicht mehr, aber wir kommen noch dazu. Genau, der Prozess lief weiter und diese neue Struktur wurde unterstützt von, glaube ich, knapp 20 Parteien. Hier ist eine Liste, die ich mal erstellt habe, aber die hat sich natürlich bestimmt noch etwas geändert, 4 Jahre alt. Genau, Ende 2017 fanden die ersten Wahlen statt, zunächst einmal die Co-Vorsitzende der Kommunen, dann aber die Kommunalparlamente, also für die Kommunalverwaltung und die Volksräte auf Bezirksebene. Genau, mit einer Beteiligung von 69%. Meistens traten 3 Listen an und die Liste Demokratische Nation hat in fast allen Fällen, glaube ich, auch mit Abstand gewonnen. Rechts unten seht ihr die Organisationen, die dann vertreten sind. Das sind diejenigen gewesen, die natürlich diesen ganzen Prozess vor allem vorangetrieben haben. An den Wahlen haben einige weitere kurdische Gruppenparteien, die nicht direkt drin waren, auch teilgenommen, indirekt. Die Volksräte, wichtig, die dritten Wahlen konnten wegen der Afrin-Invasion nicht stattfinden. Die sollten im Januar 2018 stattfinden. Die Volksräte, die gewählt wurden, wurden zu 60% neu gewählt. 40% sind Menschen von verschiedenen sozialen Bewegungen, ethnisch-religiösen Gruppen, Jugendorganisationen, andere NGOs, alle, die in diesem Prozess mitmachen, für die vorgesehen. Das ist ein Merkmal dieser Struktur, auch solche Organisationen ohne Wahlen mit einzubeziehen. Genau, die Kommunen waren jetzt offiziell Teil jetzt der Selbstverwaltung als basisdemokratische Struktur. Genau, dann kam die Afrin-Invasion, die eine Zäsur war. Menschen, hunderttausende Menschen aus Afrin wurden vertrieben. Genau. Ein Teil der Menschen zog sich nach Şehba zurück, das ist ein kleines Gebiet nördlich von Aleppo, das nicht von Türkei eingenommen wurde. Im Sommer, glaube ich, weiß ich nicht mehr den Monat, wurde dann die letzte Bastion des IS am Euphrat im Ostsyrien befreit und da kommen ja die IS-Gefangenen vor allem. Und als das passiert ist, wurde die Selbstverwaltung umbenannt in autonome Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien, also nicht Nordostsyrien.
Genau, und östliches Delezor ist ja bekannt für Öl, Gasreserven und so weiter. Ja, ich mache weiter. Dann gab es die zweite Invasion im Oktober 2019, an die ihr euch alle erinnern könnt, die leider zur Besetzung von Sedekaniye und Tal Abyad und deren Umland führte. Weitere Menschen wurden vertrieben. Ich will hier nur eins nennen. Beim Widerstand gegen den Einmarsch haben aktiv viele Araberinnen und Araber teilgenommen. Das ist ein Ausdruck davon, dass immer mehr Araberinnen und Araber an der Selbstverwaltung aktiv mitmachen, zumindest sie positiv betrachten. Ich kann hier keine Zahlen nennen, das kann vielleicht Herr Omar, aber es ist nicht so eine verschwindend kleine Minderheit. Genau, hier ist die heutige, sag ich mal, Selbstverwaltungsstruktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kantone sind das etwa. Genau, so sieht das aus und damit komme ich zum Ende. Ich will nur zwei, drei Sätze sagen. Eins ist, dass die Selbstverwaltung sehr viele Veränderungen erfahren hat über die Jahre, strukturell, etwas inhaltlich. Und es kommt eben davor, dass auch vieles ausgetestet wird, neue Gruppen hinzukommen. Die Selbstverwaltung würde ich als eine Kombination aus Basisdemokratie, Rätedemokratie und Parlamentarismus bezeichnen. Es ist ein sehr gutes Beispiel, wie verschiedene ethnisch-religiöse Gruppen zusammen leben können, gleichberechtigt, was so im Mittleren Osten vielleicht gar nicht mehr anzutreffen ist. Die Mehrheit der Bevölkerung ist meiner Schätzung nach eindeutig hinter dieser Selbstverwaltung, mindestens 2/3 würde ich sagen, vielleicht mehr. 5 Millionen Menschen sollen es sein. Und es ist auch ein gutes Beispiel, wie mit wenig Ressourcen, materiellen Ressourcen, menschlichen Ressourcen, Hunger verhindert wird, wie mit Monopolveränderung in der Wirtschaft verhindert wird, aber auch das Recht auf Bildung, Gesundheit und Gerechtigkeit, Justiz verwirklicht wird und wie auch demokratische Strukturen weiter diskutiert und entwickelt werden können, trotz Krieg und Embargo. Genau, und damit komme ich zum Ende und hoffe, dass das ein kleiner, guter Beitrag war. Vielen Dank fürs Zuhören. Ercan, vielen Dank. Ich habe einen Zettel bekommen, wir müssen eine kurze Pause machen, weil der Dolmetscher ändern muss. Super, weil die brauchen wir auch. Was meinst du mit kurzer Pause? Kabinenwechsel, alles klar. Weil wir müssen hier vorne auch kurz die Technik richten. Das machen wir schon mal währenddessen. Und dann würde ich gleich die Zeit nutzen. Und nee, alles gut. Ihr müsst die Plätze nicht wechseln. Dankeschön. Herr Saadi, vielen Dank. Sie sind ja Mitgründungsmitglied der Universität in Rojava. Sie waren so nett und mir den Input vorher schon geschickt haben. Für mich nochmal die Frage, ob Sie sozusagen nochmal während Ihrer Darstellung der Universität darstellen könnten, was Sie bewegt hat, diese Universität zu gründen und wie frei diese Universität in Rojava in Ihren Entscheidungen ist. So, das würde ich dann nochmal als Anschlussfrage Entschuldigung, zu Ihrem Vortrag geben. Dankeschön. So, dann schaue ich, können wir weitermachen? Da geht ein Daumen hoch, machen wir weiter. Can you hear me? Okay. Hallo an alle. Vielen Dank an Medico und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass sie diese Konferenz geplant haben, organisiert haben, um den Jahrestag der Rojava-Revolution zu feiern. Es passiert sehr, sehr viel auf der Welt, aber es ist noch umso wichtiger, dass diese Konferenz heute abgehalten wird. Als mich Medico anfragte, sagte ich, dass Rojava für mich das Versprechen von etwas Neuem und Unerwartetem ist in dieser geopolitischen Hölle im Mittleren Osten.
in der Kodinnen in vier Teile aufgeteilt wurden. Wenn wir dieses gramscianische Art und Weise der Erklärung uns ansehen, sehen wir, dass es extrem viele Probleme mit Nahen Osten gab und dass das Neue noch nicht aufgebaut wurde. Und Rojava war dieses Versprechen an das Neue und diese ganzen Monster loszuwerden. Danke noch einmal für dieses Event. Kurds have a lot of troubles, very hard time to convince people. Kurden haben sehr lange gebraucht, um Menschen zu überzeugen, aber es wurde auch sehr viel erreicht. Und dann, manchmal sage ich meinen palästinensischen Freundinnen, dass sie sehr viel Glück haben und dass ich sie beneide, weil sie sehr viel Unterstützung bekommen und sehr viel über Palästina gesprochen wird. Aber wenn wir über Rojava und die kurdische Bewegung sprechen, zum Beispiel, kommen sehr, sehr viele schwierige Fragen auf. Und heute möchte ich über einige Bemühungen der Rojava-Revolution sprechen. Ich werde nicht versuchen, Sie zu überzeugen. Es geht um die Universitäten und ein paar Infos. Okay. So, since morning we have been hearing about Rojava. Seit heute Morgen haben wir von Rojava gehört und deshalb werde ich jetzt nicht noch mehr allgemeine Informationen nennen. Aber in 2012 hat die Rojava-Revolution angefangen. Viele kleinere islamistische Gruppen wie Daesh und andere auf der anderen Seite das Baath-Regime und die türkische Regierung hatten verschiedene Interessen in dieser Region. Seit dem Beginn, von Anfang an, war das Paradigma hinter der Rojava-Revolution sich neu aufgebaut. Die Universitäten sind eine der bemerkenswertesten Bemühungen oder Errungenschaften in der Region. Wenn wir über das Bildungssystem in Rojava sprechen, und lassen Sie mich auch sagen, ich werde versuchen, Nord- und Ostsyrien zu sagen, denn das ist der Begriff, der bevorzugt wird. In Nord- und Ostsyrien wurde die erste Universität in der Rojava-Administration, die war die Afrin-Universität. Davor hatten wir jahrzehntelang Arabisierung und Assimilierung in der Region. Also auch die erste staatliche Universität war 2006 in der Region. Die hatten zwei Campusse, einen in Hasakeh und eins in Raqqa. Und wie Sie wissen, es gab eine Art beabsichtigte Unterentwicklung in dieser Region durch den Staat. Insbesondere das Recht, in der eigenen Muttersprache zu lernen und zu lehren, betraf dies. Deshalb, in diesem Rahmen ist der Aufbau einer Universität in der Region ein historisches Ereignis. Afrin wurde besetzt vor einigen Jahren und statt der alten Afrin-Uni gibt es jetzt dort eine Fakultät von einer türkischen Universität, die dort aufgebaut wurde. Die Rojava-Universität wurde nach einer langen Zeit von des Experimentierens eröffnet. Damals hatten wir in Kamischlo Akademien. Mesopotamien Akademie
Und momentan gibt es 4 Universitäten, einmal in Kamishlo, in Hasaka, in Remelan und Serekaniye. Und das Letztere wurde wieder von der Türkei besetzt. Und außerdem wurde die Universität von Kobane eröffnet. Es war Teil des Neuaufbaus der Stadt, die zerstört wurde durch Daesh. In 2021 wurde in Raqqa die Universität von Al-Sharq geöffnet. Und Raqqa war eine Stadt, die vom IS befreit wurde. Das ist sehr interessant. Ich habe von unseren Kolleginnen gehört, dass das Regime und leider Nationalistinnen sehr empfindlich auf diese Universität reagieren. Die sagen, was wollt ihr von den Arabern? Geht doch zurück und sprecht mit den, also beschäftigt euch mit den Kurdinnen. Aber die Realität ist, dass das politische Projekt dort nicht nur für Kurdinnen gedacht ist, nicht nur für die kurdischen Regionen, sondern für das gesamte Land angedacht sind. Und alle ethnischen und religiösen Communities, die in der Region leben. Es ist ein Vorzeigemodell für andere Länder auch. Meine Arbeit an der Universität begann 2019, als wir... Ich war eigentlich in Toronto und wir kreierten eine Arbeitsgruppe, die mit der Universität von Rojava zusammenarbeiten sollte, damit wir eine Initiative für Sozialwissenschaften entwickeln. Wir wollen LehrerInnen ausbilden. Und wir haben einen Saal nach David Graeber genannt, der verstorbene Anthropologe, der bedingungslos sich für Rojava einsetzte und Rojava unterstützte. Er hat uns leider zu früh verlassen. Im November 2021, am 1. November 2021, nach dieser ganzen Arbeit, beschlossen die Ausbildung von LehrerInnen und so weiter ab. Und wir realisierten, dass die meisten von ihnen, die mit uns zusammenarbeiteten und die die Universität unterstützten, sind nicht in der Region. Also wir haben sehr viele Kooperationen mit auch deutschen Universitäten, zum Beispiel der Universität Bremen, auch mit der Humboldt, mit der Potsdam-Universität oder auch mit der Paris-8-Universität. Establishing a center of solidarity and cooperation with the universities of North and East Syria. Also wir haben ein großes Netzwerk von Zusammenarbeit geschaffen. Das war jetzt vor einem Jahr und wir sind immer noch im Prozess, unsere Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Und während der Fragerunde kann ich auch ein bisschen mehr noch über diesen Prozess sprechen. Und Formen der Zusammenarbeit. Es gibt auch sehr viel Interesse an diesen Universitäten. Und wir sagen den Leuten immer, wir sind nur eine E-Mail entfernt, wenn sie etwas besprechen wollen oder wenn sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Also wir können natürlich darüber reden. Wir haben auch heute so viele Leute. Er nennt ein paar Leute. Das sind alles Menschen, die auch schon Seminare an unserer Uni gegeben haben und die Interesse haben. Aber wir sind weit davon entfernt,
das zu tun, was wir machen wollen. Diese Universitäten sind sehr historisch. Eine Sache ist zum Beispiel die Bildung in der eigenen Muttersprache, in Kurdisch und anderen Sprachen. Wir beschäftigen uns auch mit alternativen Formen der Hochschulbildung, mit und einem anderen beschäftigen mit Themen wie Krieg und Gewalt. Und ein weiterer Punkt ist Dekolonisierung. Und das Aufarbeiten der Tyrannei des Baath-Regimes, politischer Druck und die Geschichte von Assimilierung, die das kurdische Volk erfahren hat. Aber es geht nicht nur um die kurdische Identität, es geht darum, uns selbst zu befreien, kollektiv. Das ist der Punkt, den wir betonen müssen und den wir mit nach Hause nehmen müssen. Also es geht nicht nur um das kurdische Volk. Es geht um die Zukunft von Syrien und um die Zukunft aller der ganzen Region. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Dr. Sadi, für diesen beeindruckenden Input. Ich hoffe, wir haben nachher noch Zeit, noch ein paar Fragen dazu zu stellen. Gerne auch anhand der Zeit weitermachen mit Dr. Omar. Ich glaube, der Vertreter der Selbstverwaltung hier, der ein bisschen Rede und Antwort stehen muss zu der Arbeit der Selbstverwaltung. Und Dr. Omar, neben der Frage sozusagen, wie steht es 2022 mit der Selbstverwaltung? Wir haben gerade noch mal die letzten Monate die akute Gefahr eines weiteren türkischen Einmarsches gehabt. Geht es auch darum, sozusagen, inwieweit ist die Selbstverwaltung wirklich eine Selbstverwaltung für gesamt Nordostsyrien, also nicht für Rojava, sondern für die 3,5 bis 5 Millionen Menschen in Nordsyrien? Und damit übergebe ich gerne an Sie. Ich will erstmal die Atmosphäre, als die Revolution angefangen hat, so ein bisschen beschreiben. Damals haben einige arabische Staaten, hat dort sich eine Bewegung angefangen, aus Tunis hat es angefangen, das hat man bis nach Jemen hat es sich verbreitet. Es war eine Revolution, die nicht erfolgte. Aber diese revolutionäre Bewegung hat dann Syrien beeinflusst. 2011, 12 am Anfang waren die Volksbewegungen, Aufstand war zivil und die haben Gleichberechtigkeit, Freiheit und Demokratie gefordert. Aber weil sie keine Projekte für die Veränderungen beantragen wollten und weil internationale und regionale Mächte und besonders auch die Türkei eingegriffen haben, haben einen Bürgerkrieg angefangen zwischen unterschiedlichen arabischen Gruppen und haben veranlasst, dass die Revolution ihren Inhalt verliert und Gruppen wie Jabhat al-Nusra und IS sich entwickeln. Und bis jetzt ist der Konflikt gar nicht gelöst und es wird sehr lange noch dauern, bis eine Lösung dazu gefunden wird. An den Anfängen haben wir die Kurden eine Revolution gestartet. Wir wollten nicht eine Herrschaft mit einer anderen Herrschaft wechseln. Wir hatten ein Projekt für die Veränderung. Und es hat ein Ziel gehabt, dass wir alle zusammen eine neue Syrien, die demokratisch ist und nicht zentral ist für alle Menschen, die in Syrien leben, alle Völker, unterschiedlichen Gruppen, die Probleme aller Völker, aber auch der Kurden gelöst werden können. Die Revolution haben wir gestartet und nun
ist die Revolution nicht mehr die Revolution der Kurden, sondern die Revolution aller Völkergruppen, Religionsgruppen Rojava und danach für alle in Nord- und Ostsyrien lebenden Völkergruppen, religiöse Gruppen. Und das hat in Kobane angefangen, später in Afrin und Jezire, und das hat dann die Basis gebildet, damit sich die Revolution sich entwickelt. Und alle Gruppen, Völkergruppen wie Araber, Kurden, religiösen Gruppen, Tscherkesen, religiösen Gruppen wie Christen, Muslimen, Jesiden, wir haben eine Social Contract entwickelt. Und nach dem Krieg mit dem IS und Befreiung von Kobane und am Ende, wo wir in Bachhaus IS endgültig militärisch geschlagen haben, war unsere Revolution, wurde eine Hoffnung für alle Teile Syriens dafür, dass wir eine nicht zentrale demokratische Syrien aufbauen können. Was hat die Selbstverwaltung mit sich gebracht? Es wurde ein bisschen angesprochen. Wir meinen es nicht, es wäre Nord- und Ostsyrien ein Paradies. Es ist es nicht. Es gibt viele Fehler, es gibt auch Sachen, die fehlen, aber wir haben sehr, sehr große Errungenschaften sichern können. Einer von diesen Errungenschaften war, dass wir die Bildung, aber auch andere in anderen Sektoren wie Gesundheitswesen eine gewisse Service sichern könnten. Wir haben gerade mehr als 4.700 Schulen geöffnet. Es sind mehr als 42.000 Lehrer, die dort als Lehrer tätig sind. Es gibt mehr als 860.000 Schülerinnen und Schüler, die Schulen besuchen. Es gibt drei Universitäten, die gegründet wurden. Derjenige in Jezira, in Raqqa, in Kobane auch. Wir hatten auch in Afrin eine Universität eröffnet gehabt, die aber jetzt geschlossen ist unter türkischer Besatzung. Alle Völkergruppen benutzen ihre eigene Sprache für alle möglichen mündlichen, schriftlichen Mitteilungen. Wir haben es für wirklich, dass wir alle religiöse und ethnische Gruppen schützen, und die sind jetzt zusammen und können frei miteinander leben. Das ist eine Riesenerrungenschaft. Und wir haben als Drittes, wir haben es geschafft, dass wir IS, was eine Gefahr für die gesamte Menschheit war. Wir haben in Kobane angefangen, IS zu schlagen, und endgültig militärisch haben wir es geschlagen in Bachhaus. Das Vierte, was ich hier erwähnen will, ist die Befreiung der Frauen und Gleichstellung der Männer und Frauen. Das ist etwas Neues gewesen in Syrien, aber im gesamten Nahen Osten auch. In allen Strukturen von autonome Selbstverwaltung sind die Frauen mindestens 40% beteiligt, aber meistens ist die Beteiligung mehr als 50%, und es gibt Co-Präsidentschaft, wo eine Frau und ein Mann als Präsidenten dort wirken. Und das ist eine Errungenschaft für alle Völker, für Nord- und Ostsyrien. Und wir wollen, dass dies auch eine Errungenschaft wird für Gesamtsyrien. Aber es gibt sehr viele Schwierigkeiten, Herausforderungen für uns, für die Selbstverwaltung. Das erste und wichtigste ist nicht Anerkennung der nordostsyrischen Selbstverwaltung.
Und das geschieht, weil sie, die Türkei ein Vetorecht ausübt, dass, damit wir nicht anerkannt werden. Das Zweite ist, dass IS militärisch in Norden Ostsyrien geschlagen ist, aber die Gefahr ist nicht geendet. Es gibt sehr viele Zellen, die jederzeit aktiviert werden können. Es gibt Einfluss von IS in der Gesellschaft, die immer noch IS unterstützen. Und dann die Türkei, die da eingreift, indem sie IS unterstützt oder denen eine Schutzzone anbietet, damit die IS-Kommandanten sich dort einen gesicherten Platz haben und damit sie dann Angriffe planen gegen Nord- und Ostsyrien. Sonst dort, wo Regime eigentlich kontrollieren sollte, aber es gibt ein Gebiet, wo IS heute noch sehr stark ist und von dort erhalten die IS-Zellen aus diesen Gegenden unter Regimekontrolle, aus dem Irak auch noch. Sonst gibt es Tausende von IS-Mitgliedern sind in unseren Gefängnissen und Zehntausenden Familienmitglieder, Männer und Frauen sind in Lagern und leider ist die internationale Gemeinschaft tut nicht, was es tun sollte. Wenn die Frage nicht gelöst ist, diese Gefahr ist für die gesamte Welt. Das andere, vierte Schwierigkeit, Herausforderung ist die Gefahr, dass die Türkei nochmal einmarschiert wird und die Bombardierung, ständige Angriffe durch Bombardierungen, durch Artillerie und Drohnen, wo die Zivilen täglich gezielt werden, getötet werden. Angriffe gegen Kommandanten der syrisch-demokratischen Kräfte, auch als letztes wurde Jihan Afrin durch eine Drohne getötet, gefallen. Er war die Kommandantin, die den Kampf gegen IS-Zellen koordiniert hat. Es gab eine Schule, die durch Zusammenarbeit mit United Nations und syrisch-demokratische Kräfte gegründet war für junge Kinder, damit die jungen Kinder aufgenommen werden. Und das wurde als Ziel der türkischen Drohnen angegriffen. Fünf dieser Kinder sind gestorben. Und das alles gibt IS die Möglichkeit, sich nochmal zusammenzusetzen und Angriffe gegen die Völker in der Region entwickeln. Es gibt auch eine Krise, eine wirtschaftliche Krise in Syrien seit über 10 Jahren. Die sogenannte Caesar sonst die Hilfe, die aus Europa, internationale Gemeinschaft gekommen ist nach unsere Regionen, nachdem die Grenzübergang in Tulkocher geschlossen wurde. Das ist geschlossen und nun diese Embargo ist viel stärker. In schlechter Weise, viel stärker Einfluss das Leben der Menschen in dieser Region, in unseren Regionen. Und IS benutzt die Situation, dass eben diese Embargo wirtschaftliche Krise verursacht. Das sind alle Schwierigkeiten, mit denen Selbstverwaltung kämpfen muss mit denen. Ich will hier auch noch sagen, was für die internationale Gemeinschaft nötig ist. Sie soll
ihre, es geht einfach nicht, dass die internationale Gemeinschaft die Selbstverwaltung im Stich lässt. Wenn es geschieht, dann ist es sehr, sehr möglich, dass IS sich nochmal reorganisiert und ihre Staat Kalifaten erneut. Die internationale Gemeinschaft soll Solidarität zeigen, damit die Selbstverwaltung in der politischen Prozess teilnehmen kann. Die internationale Koalition soll auch die militärische Zusammenarbeit weiterführen, sogar entwickeln, damit der Kampf gegen IS geführt werden kann. Und die Gefahr des türkischen weiteren Einmarsch der Türkei soll gehindert werden, auch die Einsatz der Luftwaffen der Türkei sollte verboten werden und wirtschaftliche, humane Hilfe sollte geleistet werden. Die Möglichkeit, dass diese Hilfe auch Regionen erreicht, dafür gesorgt werden, damit die Situation der Menschen verbessert werden kann. Sonst, es gibt tausende IS-Gefangene und die sollen ein Verfahren haben, gerichtlichen Verfahren haben. Alle Staaten, die ihre eigene Kämpfer, die Kämpfer, die ihre Staatsangehörige sind, die sollen selber die Gerichtsverfahren für sie eröffnen. Und wenn die Kinder weiterhin hier in den Camp-Lagers aufwachsen, die Kinder, das wird eine größere Gefahr sein für die Welt, als die schon IS, dem früheren IS. Also dafür muss es gesorgt werden und ich bedanke mich nochmal sehr für die Aufmerksamkeit. Dr. Omar, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass Sie auf die Zeit geachtet haben. Dankeschön. Frau Helberg, die Letzte im Bunde, freue mich sehr. Ich weiß, Sie haben zu einigen Punkten vielleicht eine andere Ansicht, daher freue ich mich umso mehr sozusagen auf Ihre Sicht von den Ereignissen in Nordsyrien. Ich weiß, Sie waren vor gar nicht allzu lange auch noch dort. Und daher vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hallo. Genau, Rujbaj, Marhaba, guten Nachmittag auch von meiner Seite. Toll, dass so viel Interesse an dieser Konferenz da ist. Vielen Dank auch an die Vorredner. Ich denke, wir müssen, wenn wir über die autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien sprechen wollen, ganz klar mit den Begriffen umgehen. Das heißt, Rojava eben auch als geografischen Begriff verstehen. Und das bedeutet, dass eben diese Verwaltung Nordostsyrien, die ja eben auch für alle nicht-kurdischen Bevölkerungsteile zuständig sein möchte, eben dann auch als Nordostsyrien bezeichnen und nicht als Rojava. Weil ich denke, viele Syrer, die den ganzen Nordosten sehen wie auf der einen Karte als Rojava, werden dadurch womöglich Ängste werden bei ihnen ausgelöst oder Misstrauen gegenüber diesem ganzen Projekt. Deswegen werde ich also immer von autonomer Verwaltung Nord- und Ostsyrien sprechen. Und es geht also nicht um kurdische Selbstverwaltung, es geht nicht geografisch betrachtet um Rojava. Rojava ist im Kern, sind es die drei Kantone, diese kurdischen Siedlungsgebiete Afrin, Kobane und Jezide. Das haben wir auch gesehen auf der Karte. Aber das Gebiet jetzt ist ja viel größer und das ist ein anderer Anspruch und eine andere Herausforderung. Und die zu meistern, ist wirklich ja noch mal sehr viel größer. Und darüber wollte ich gerne sprechen. Ich habe jetzt die undankbare Rolle, das Wort Probleme, was fast jeder schon benutzt hat, es gibt Probleme, ja, es gibt Probleme, das soll ich jetzt mit Inhalt füllen. Das ist echt undankbar. Und ich möchte vorherschicken, dass es nicht darum geht, dieses Projekt in Frage zu stellen mit Kritik, sondern es geht darum, es weiterzuentwickeln, indem wir konstruktiv, kritisch uns mit dem jetzigen Zustand dieser Verwaltung auch beschäftigen. Ich fasse jetzt ein bisschen zusammen meine persönlichen Eindrücke von einer Recherchereise letztes Jahr
und auch Ergebnisse von verschiedenen Studien und Umfragen, die es gibt zu dem Thema. Und ich habe das so ein bisschen gegliedert in drei Bereiche, drei Themen. Nämlich einmal die Frage, wie unabhängig ist die Verwaltung im Alltag? Also wie stark ist der Einfluss der PID zum Beispiel? Wie ist auch das Verhältnis PID-PKK und andere heikle Fragen? Das zweite Thema ist die Repräsentanz. Das heißt, wie repräsentativ ist sie? Wie legitim wird sie wahrgenommen, auch bei den Menschen? Und die dritte Frage, die Regierungsarbeit selbst. Wie sehen das die Menschen? Wie effektiv ist die Verwaltung eigentlich bei der Zurverfügungstellung auch von Dienstleistungen und all diesen wichtigen Dingen, die wir schon gehört haben? Zunächst mal die Frage nach der Unabhängigkeit. Wir haben gehört, dass es darum geht, den demokratischen Konföderalismus in die Praxis umzusetzen in Nordostsyrien. Das Problem ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Partei der Demokratischen Union, die PID, und ihre bewaffneten Einheiten, die JPG, sich als Beschützer sehen und auch als Vorkämpfer dieses Gesellschaftsprojektes. Und das bedeutet, dass diese Selbstverwaltung unter dem Schutz dieser Partei steht und auch ein wenig unter der Kontrolle der Partei und ihrer bewaffneten Einheiten steht. Und damit geht einher dieser etwas autoritäre Charakter eines Einparteienregimes, dass man eben auch feststellt, wenn man dort hingeht und mit Leuten spricht, dass es eben im Kern immer noch eine Partei ist, die den Anspruch hat, dieses Projekt zu leiten und auch zu schützen, weil es ja auch sehr umkämpft ist und immer wieder in Gefahr ist. Das geht einher auch mit dieser gefährlichen Situation drumherum. Zum jetzigen Zeitpunkt duldet die PID nicht wirklich konkurrierende politische Akteure und sie toleriert auch nicht eine wirklich unabhängige Regierungsführung in Nordostsyrien. Und das bedeutet, dass der Einfluss der Partei immer noch groß ist und auch zum Teil die Behörden lähmt. Denn dadurch ist eben die Verwaltung überall auf allen Ebenen mit dieser Logik eines Einparteienregimes auch konfrontiert. Das heißt, sie arbeitet bürokratisch, sie arbeitet zum Teil uneffektiv und handelt eben manchmal auch autoritär oder auch korrupt. Das Verhältnis zwischen der Partei, zwischen der PID und den bewaffneten Einheiten der JPG wird von den meisten Beobachtern als von den JPG dominiert betrachtet. Also die bewaffneten Einheiten dominieren eher die Partei, was auch logisch ist, weil wir im Kriegszustand sind. Das ist meistens so, dass die bewaffneten Einheiten am längeren Hebel sitzen. Und was das Verhältnis zu PKK angeht, kennen wir die offizielle Haltung, dass es keine organisatorischen Verbindungen gibt zu PKK, sondern dass man sich verpflichtet fühlt den Ideen von Abdallah Öcalan. Es gibt Beobachter vor Ort, die sagen, dass bestimmte ganz grundlegende Anweisungen sehr wohl noch von der PKK-Führung auch kommen, also so grundlegende Vorgaben. Und manchmal ist es wahrscheinlich auch einfach ein Parteigeist oder ein Selbstverständnis, für das man dann gar keine konkreten Befehle braucht. Dann gibt es natürlich auch bestimmte Fragen, die sind auch Ansichtssache. Also viele syrische Kurden haben sich in den 90er Jahren der PKK angeschlossen und sind dann zurückgekehrt nach Nordostsyrien, nachdem das Projekt Rojava angefangen hat, nach 2012. Sind das jetzt PKK-Parteikader oder sind das jetzt syrische Beamte? Weil es ja syrische Kurden sind, die da jetzt mitarbeiten. Das heißt, das kann man so und so interpretieren, je nachdem, in welche Richtung ich dieses Projekt beurteilen möchte. Jedenfalls ist die PID und die JPG sind keine Stellvertreter der PKK. Sie sind nicht von der PKK kontrolliert, aber sie sind eng miteinander verbunden, ideologisch, auch strukturell. Und viele Experten sagen, dass eben ganz grundlegende strategische Fragen, Richtungsentscheidungen, die PID nicht komplett alleine treffen kann, sondern das muss schon in Absprache mit der PKK-Führung passieren. Was nicht bedeutet, dass die PKK entscheidet, was in Nordostsyrien passiert, praktisch. Aber diese grundlegenden strategischen Entscheidungen, zum Beispiel eine Einigung, eine innerkurdische Einigung zwischen dem kurdischen Nationalrat und der PID, kann nur mit Zustimmung der PKK erfolgen, weil ja beide eng damit verbunden sind, weil es ja im Kern nicht um einen innersyrischen Konflikt geht, sondern eigentlich um den Konflikt Türkei-PKK, der dahinter steckt. Weil beide Parteien natürlich enge Verbindungen haben und die Unterstützung haben, die einen durch die Türkei im Falle des kurdischen Nationalrats und auf der anderen Seite die PID eben mit der Verbindung zu PKK. Die Kritik, die man hört von anderen kurdischen Parteien, eben gerade des Nationalrates, ist natürlich, die sagen, diese Nähe oder die Verbindung zu PKK schadet dem Autonomieprojekt der syrischen Kurden. Denn
in Nordostsyrien sollte es nur um die syrischen Kurden gehen und nicht um die Kurden der Türkei. Und durch diese Nähe zu PKK würden eben die syrischen Kurden hineingezogen in den Konflikt zwischen dem türkischen Staat und der PKK. Das ist die Position des kurdischen Nationalrats, wenn man mit deren Vertretern spricht. Und sie sagen eben, es wäre besser, wenn man sich löst weiter von der PKK, weil man dann unabhängiger in Nordostsyrien regieren könnte. Und dann würden die syrischen Kurden nicht den Preis bezahlen für das Problem zwischen PKK und türkischem Staat. Zum Beispiel, weil Afrin am Ende eingenommen wurde durch die Türkei und das habe damit zu tun gehabt, dass die PID die Türkei provoziert hat. Nicht militärisch, aber eben indem man Öcalan-Fotos zeigt an Grenzposten und solche Sachen. Das ist also die Position der Opposition, der kurdischen Opposition innerhalb des Nordostens. Repräsentanz. Wen vertritt die autonome Verwaltung? Wie wird sie von den Menschen wahrgenommen? Das ist sehr unterschiedlich im Nordosten von Region zu Region. In den überwiegend kurdischen Gebieten wird die ANES, also die autonome Verwaltung, als de facto Regierung anerkannt. In den arabisch geprägten Gebieten und Städten hat sie etwas weniger Legitimität, sondern wird auch vor allem toleriert aus Mangel an Alternativen, weil man sagt, es ist das Beste, was es gibt, es ist das Beste, was wir haben gerade. Da gibt es auch eine Umfrage der Organisation Impact, die das etwas bestätigt. Also die Zufriedenheit mit der lokalen Verwaltung ist in Hasake am höchsten und in Deir ez-Zor am geringsten. Das hat auch damit zu tun, dass in Hasake ja die autonome Verwaltung schon seit 2014 Erfahrung sammelt und in Deir ez-Zor erst seit 2019, was ja viel kürzer ist. Ein Problem ist für viele Leute die fehlende Legitimierung durch demokratische Wahlen. Es gibt das Rätesystem, das haben wir gesehen, das ist sehr kompliziert. Das ist für Außenstehende, auch ausländische Politiker, sehr kompliziert zu verstehen. Und die Mitglieder zum Beispiel der lokalen Räte sind eben nicht durch Wahlen bestimmt, sondern die werden ernannt. Und eigentlich sollte mal ein Wahlverfahren alle 2 Jahre stattfinden. Wir haben es gehört, wegen der türkischen Angriffe war das bisher nicht möglich. Und die Zusammensetzung der lokalen Räte soll ja auch sicherstellen, dass sich alle Menschen vor Ort vertreten fühlen, also auch in Städten wie Raqqa und Deir ez-Zor, weil Stammesvertreter dort sitzen und arabische Vertreter, christliche Vertreter der jeweiligen Region sitzen in diesen Räten. Aber es gibt eben die Kritik, dass diese Menschen nicht unbedingt alles mitbestimmen können, weil es zum Beispiel einen kurdischen Berater gibt, der dann dem Stammesvorsitzenden ein arabischer Stammesvertreter hat, ein kurdischer Berater, der eigentlich die Entscheidung für ihn trifft. Das ist so eine Kritik, die mir begegnet ist. Also die Mitglieder der lokalen Räte werden vereinnahmt durch die PID vor Ort. Das heißt, Teile der arabischen Bevölkerung und manche Stammesführer sehen sowohl den syrischen Demokratischen Rat als auch die syrischen demokratischen Kräfte nicht unbedingt als inklusive Organe, die sie jetzt alle vertreten, sondern eher als Mittel auch zur Legitimierung der PID-Herrschaft. Das ist jetzt so eine Meinung aus den eher arabischen Gebieten. Aber weil das Thema Sicherheit am wichtigsten ist für die Menschen in Nordostsyrien, sind alle froh, dass die GPG eben diese Sicherheit herstellen. Und es ist so ein bisschen die Einsicht, wer die Sicherheit und den Schutz möchte durch die GPG, muss auch die politische Vormachtstellung der PID anerkennen. Zum Dritten noch zur Regierungsarbeit selbst, also wie geht die Verwaltung um, zum Beispiel auch mit Medien, mit Oppositionellen, mit den Bürgerinnen, wie wird das kritisiert oder wie wird das anerkannt? Von den schwierigen Umständen haben wir schon gehört, also das Gebiet ist faktisch abgeriegelt, das heißt, es gibt ganz beschränkte Ressourcen, es gibt einen latenten Kriegszustand ständig mit der Türkei, mit dem IS und trotzdem gelingt es der Verwaltung, staatliche Strukturen fortzuführen und auch Basisdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, also Sicherheit, Rechtsprechung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Brot, Wasser, Elektrizität. Aber was Menschen häufig kritisieren, ist, dass die ANES mehr Verantwortung übernehmen müsste. Und viele sagen, dass sie das Gefühl haben, die Verwaltung redet sich manchmal ein bisschen heraus mit dem Problem. Ja, wir sind im Krieg und deswegen geht dies nicht und jenes nicht. Und man sollte eben die externen Probleme nicht vorschieben und sich dahinter verstecken, sondern das eher als Ansporn sehen, um die Probleme pragmatisch und effektiv anzugehen. Also zum Beispiel haben wir das große Wasserproblem, das mit der Türkei zusammenhängt in allererster Linie.
die Türkei hält das Wasser des Euphrats zurück. Wir haben nachher noch ein ganzes Panel zum Thema Wasser. Genau, deswegen haben wir die Generatoren, weil nicht genug Elektrizität gemacht wird, entsteht dadurch, ist alles richtig. Aber statt dass man dann eben nur anderen die Schuld gibt, was in dem Fall ja stimmt, sollte man eben nach kurzfristigen Lösungen suchen, also lösungsorientierter arbeiten. Mehr Solarenergie, größere Generatoren zum Beispiel, die man außerhalb der Wohngebiete aufstellen könnte, die man besser isoliert, mehr Brunnen bauen, zusätzliche Kanäle am Euphrat bauen. Also der Eindruck ist eben häufig, dass die Verwaltung noch professioneller werden müsste und effizienter. Wie geht die autonome Verwaltung mit ihren Gegnern um? Politische Gegner wurden in der Vergangenheit und werden bis heute noch verfolgt zum Teil. Das ist sehr viel besser geworden, aber es gibt von Seiten der Partei noch nicht die wirkliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit, da man auch die eigene Rolle als Garant kurdischer Identität festigen möchte. Also die PED versteht sich da eben auch als der Vorkämpfer und der Garant für kurdische Identität. Das bedeutet, dass Oppositionelle auch immer noch bedroht werden oder auch angegriffen werden bei Demonstrationen manchmal. Da wird dann häufig die sogenannte revolutionäre Jugend genannt. Das ist eine parteinahe Jugendorganisation, die häufig dann vorgeschickt wird, um Demonstranten einzuschüchtern. Ein großes Thema für Menschenrechtsorganisationen in Nordostsyrien ist das Thema Zwangsrekrutierung. Also durch diese Zwangsrekrutierung ist die Zahl der Kämpfer der YPG natürlich deutlich gestiegen. Aber das hatte auch negative Auswirkungen eben auf die Legitimität der YPG vor Ort. Und es gibt eine Organisation, die sehr gute Arbeit macht, die auch in Afrin sehr klar Stellung bezieht gegen die Verbrechen der Türkei, die Organisation Syrians for Truth and Justice. Und die haben eben jetzt ganz aktuell für das erste Halbjahr diesen Jahres die Rekrutierung von 29 Jugendlichen dokumentiert, also unter 18-Jährige, 15 Mädchen, 14 Jungen, und haben eben auch die Familien begleitet, die dagegen demonstriert haben. Und diese Familien fühlen sich eben häufig ignoriert in ihrem Versuch dagegen vorzugehen, dass ihre Kinder gegen den Willen eingezogen wurden zum Militärdienst. Genau, das Thema Bildung hat Abdelkarim Omar schon genannt. Die ANES, die autonome Verwaltung, hat weitgehend die Regimeschulen übernommen und dort eigene Lehrpläne eingeführt. Es wird in den kurdischen Gebieten auf Kurdisch unterrichtet, was eine große Errungenschaft ist, weil zum ersten Mal in der Geschichte Kurden in Syrien in ihrer eigenen Sprache unterrichtet werden. Das heißt, wir haben ein hohes Niveau inzwischen an Hochkurdisch. Und das ist toll zu sehen tatsächlich. Ich habe sehr viele Schulen besucht bei meinem letzten Besuch. Die Verwaltung hat sehr viel investiert in die Ausbildung der Lehrer in diesen Schulen, die im Sommer immer verschiedene Kurse bekommen haben, um ihr eigenes Kurdisch zu verbessern, um in Pädagogik unterrichtet zu werden. Das heißt, die Verwaltung hat sehr viel investiert in das Aufbau eines neuen Bildungssystems. Das große Problem ist, dass es keine Anerkennung gibt der Abschlüsse dieser Schulen und dass es ganz wenig Arabischunterricht gibt. Und das empfinden manche Familien als Problem, weil es ja doch Teil Syriens ist und in dem Rest Syriens wird Arabisch gesprochen und die Kinder können so nicht studieren, zum Beispiel in arabischen Universitäten im Rest Syriens. Deswegen schicken immer noch viele Eltern ihre Kinder in die wenigen und total überlaufenden Regimeschulen oder auch in christliche Schulen, die weiter das Regime-Curriculum unterrichten. Und das Thema Bildung ist sozusagen deswegen sehr umstritten, weil man eben sagt, die ANES hat es toll gemacht, im Sinne der kurdischen Sprachentwicklung war das ein großer Verdienst, aber man hätte das sanfter machen müssen, den Übergang, also vielleicht mit bilingualem Unterricht anfangs und eben gleichzeitig Kurdisch und Arabisch zu unterrichten, wäre sinnvoll gewesen, weil so müssen sich Eltern eigentlich entscheiden, ob ihre Kinder nur auf Kurdisch unterrichtet werden und damit ist ihr Bildungsweg zu Ende irgendwann, weil sie keinen Abschluss bekommen, keinen anerkannten, oder dann die Eltern, sie müssen sie in die Regimeschulen schicken, wo sie gar nicht hinwollen, aber weil sie keine andere Möglichkeit sehen für ihre Kinder, richtig Arabisch zu lernen, damit sie eine Zukunft in Syrien oder in der Region haben. Zwei letzte Punkte. Frage der Zivilgesellschaft. Es gibt 200 Nichtregierungsorganisationen in Nordostsyrien. Also so viele wie sonst nie. Überhaupt ist es eigentlich nur im Nordosten wirklich möglich, als Nichtregierungsorganisation zu arbeiten. Jede NGO braucht eine Zulassung und sie braucht auch eine Genehmigung, wenn sie Veranstaltungen oder Projekte plant. Aber die Vertreter, mit denen ich gesprochen habe, waren sich alle einig, dass es viel einfacher geworden ist und dass der Umgang mit den Behörden auch konstruktiver geworden ist. Grundsätzlich gibt es aber nach 50 Jahren Diktatur logischerweise ein tiefes Misstrauen gegenüber jedem nichtstaatlichen Akteur oder auch gegenüber kritischen Bürgern.
Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben auch diese Art von konstruktiver Kritik übt und das eben jetzt nicht als Verrat oder als feindlichen Angriff wertet. Also das berichten viele Aktivisten, dass sie immer wieder zu den Behörden gehen und sagen, wir wollen über Bildung reden, das ist nicht gegen die autonome Verwaltung gedacht, aber wir müssen darüber reden, das ist ein großes Thema. Und dann können sie eben auch jetzt zunehmend die Behörden davon überzeugen, dass es wichtig ist, in den Dialog zu gehen. Das meintest du ja auch schon von Anfang an mit dem Besuch in den Gefängnissen, ne, dass es halt wichtig ist, dass man darüber reden kann, über Dinge oder über Missstände, die gesehen werden. Letzter Punkt sind die Medien, also kritischer Journalismus innerhalb bestimmter roter Linien ist möglich in Nordostsyrien, auch wieder natürlich sehr viel besser möglich als überall sonst in Syrien, kein Vergleich. Aber dass es doch rote Linien gibt, erkennt man daran, dass in jedem Gespräch immer noch off the record und on the record gesprochen wird. Also häufig man doch gebeten wird, dann diese Themen nicht zu zitieren. Besonders heikel ist das Thema PKK, logischerweise. Aber man kann Kritik äußern an Korruption, an Missständen, an Ineffektivität. Das kann man alles sagen und schreiben in Nordostsyrien. Deswegen ist mein persönliches Fazit zur autonomen Verwaltung, dass sie sich große Mühe gibt, dass sie auch mit sehr vielen engagierten Leuten dabei ist, diesen Traum oder dieses Projekt umzusetzen, unter sehr schweren Bedingungen, muss man sagen. Es ist kein Staat, von dem man deswegen alles erwarten kann, wie man das von anderen Staaten erwarten könnte. Also man muss die Maßstäbe auch anpassen. Aber der Einfluss der PED und der JPG erschwert die Arbeit der autonomen Verwaltung und er erschwert eben auch die Unterstützung aus dem Ausland, die ja so dringend benötigt wird. Und deswegen wäre es wichtig, dass sich die autonome Verwaltung noch mehr emanzipiert von der Partei, von der PED und dadurch auch mehr Legitimität im Inneren schafft, dass mehr Partizipation möglich ist, auch anderer Parteien und die Leute auch anfangen, strategischer zu denken, weniger ideologisch zu denken, sondern eben politisch strategischer auch ihr eigenes Umfeld und die Arbeit im Inneren reflektieren. Das war es von meiner Seite erstmal. Frau Hellberg, fantastisch. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, so detailliert in die einzelnen Punkte zu gehen. Da gibt es jetzt eine Menge, was wir hier besprechen können. Ich würde ganz gerne als erstes Dr. Omar die Möglichkeit geben. Hört man mich? Ich glaube, das funktioniert. Du musst nur näher ran. Hi, Test, 1, 2. Ja, jetzt funktioniert es. Wunderbar. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich würde jetzt ganz gerne in einem ersten Schritt, sind jetzt wahnsinnig viele Punkte, die wir hier besprechen können. Ich würde jetzt ganz gerne Dr. Omar als erstes die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, was Frau Hellberg gesagt hat, und zwar unter 2 Punkten, weil das waren jetzt eine Menge. Und zwar das erste ist, inwieweit ist die Selbstverwaltung unabhängig von der PYD und den Sicherheitskräften? Ich glaube, das ist immer wieder ein Punkt, der immer wieder kommt, gerade in Deutschland. Wir sozusagen verweigerte Hilfeleistung damit begründet, dass sozusagen die PYD das gleichgesetzt wird mit der Selbstverwaltung, also der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der uns auch bei Medico sehr umtreibt, inwieweit vertritt die Selbstverwaltung die gesamten Gebiete Nordostsyriens, inklusive die der zuletzt befreiten Raqqa, Deir ez-Zor, Barghouz, es wurde schon genannt. Dr. Omar. مگز تاسپاس دکم جبر زیده جارکی هاتی اروجا و آزادی جی کارو Erst einmal möchte ich mich bedanken für die vielen Besuche in Rojava. Wie ich in meiner Rede bereits sagte, wir sind uns dieser Probleme bewusst und versuchen, sie zu verbessern. Besonders was die Repräsentation betrifft, der Gebiete, die kürzlich erst befreit wurden. Es gibt sehr viele, sehr große Probleme dort. Und wir hoffen immer noch, dass sie sich der autonomen Selbstverwaltung anschließen. Und wir haben außerdem erwähnt, dass den Punkt Anerkennung erwähnt. Das Problem ist, dass die autonome Administration nicht anerkannt wird von der internationalen Gemeinschaft. Die arabischen Gemeinschaften, die erst neu dabei sind,
sind deshalb beunruhigt. Und es ist nicht sehr klar. Und das ist, also diese Nichtanerkennung ist ein Grund, warum, warum Menschen zögern und unsicher sind. Das alles sind Folgen der Nichtanerkennung der Administration. Aber wenn es eine internationale Anerkennung gäbe, würden diese Menschen sich freier fühlen und wären vielleicht eher bereit, sich der Administration anzuschließen. Du hast auch viele Sachen erwähnt. Wir hatten viele Treffen und Diskussionen. Wir haben über einen neuen Gesellschaftsvertrag gesprochen. Wegen den türkischen Bedrohungen funktioniert das auch nicht, wird das auch blockiert. Das zum Beispiel ist ungerecht. Wir sollten aber auch wissen, dass das Problem der Türkei nicht die PKK ist. Also natürlich sieht sie die PKK als eine Terrororganisation, genauso wie auch Deutschland. Aber es ist auch, also das Problem für sie ist auch, dass Menschen gegen ihre Unterdrückung kämpfen. Wir wissen, dass die Türkei Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Die werden von der Türkei begangen, aber von europäischen Ländern ignoriert, weil die Türkei ein NATO-Mitglied ist. Und es ist schon sehr lange so, dass Kurdinnen unter Bedrohung durch die Türkei stehen. Wir wissen, dass als es in Kurdistan ein Referendum gab, waren die, die dagegen waren, eher Ankara als Bagdad. Also wenn das Problem die PKK ist, sie hätten beispielsweise Afrin der Enekese, also der anderen kurdischen Nationalversammlung geben können. Aber stattdessen siedeln sie dort Islamisten an. Also das Problem ist nicht nur die PKK. Es ist egal, ob es die KDP oder die PUK ist, die also die Verteidigung Kobanis zum Beispiel war ein Beispiel von gemeinsamer Verteidigung gegen den IS. Aber wir wissen, dass das Problem der Türkei ist nicht PYD oder PKK. Das Problem der Türkei ist dieses Projekt. Die PYD ist eine große Partei, die viele auch Opfer gebracht hat. Und jetzt eine große Revolution anführt. 50% sind nicht Kurdinnen, sondern von anderen Minderheiten. Also es gibt sehr verschiedene Gruppen wie christliche, arabische Brigaden, esidische Brigaden. Es ist eine Mischung. Das Problem ist die Ideologie. Das Problem ist Öcalan und seine Gedanken als Intellektueller. Seine Ideen, weil er der Architekt hinter diesem Projekt ist. Unsere Jugend, die sich in den 90er Jahren angeschlossen hat, ist nun zurück und ist wieder im Widerstand. Also diese jüngeren Menschen, die in die Berge gegangen sind, sind auch nach Syrien gekommen und haben dort auch die Menschen verteidigt.
Also man kann auch Norden und Süden Südkurdistan nicht so sehr unterscheiden. Also es ist trotzdem eine kurdische Region. Sie kollaborieren miteinander und arbeiten gemeinsam. Ein weiterer Punkt, den du vorgebracht hast, wir sind in konstanter Bedrohung durch die Türkei und Islamisten. Es ist sehr normal, dass wir in erster Linie unsere Menschen verteidigen. Also wir sind im Krieg und es ist eine Pflicht, dich zu verteidigen. Also das Regime zum Beispiel hat ja so ein System, dass sie Leute zwangsrekrutieren für das Militär zum Beispiel. Aber es ist was anderes, wenn Jugendliche sich also das also was sie tun, ist nicht nur einfach nur militärisch. Also es gibt jüngere Leute, die zum Beispiel auch in soziale Arbeiten involviert sind und ganz verschiedene Aufgaben in der Gesellschaft übernehmen. Also es geht nicht nur um Militär, es gibt auch Bildung zum Beispiel, was wir als eine sehr große Errungenschaft betrachten. In einem Land, wo es mehrere offizielle Sprachen, also Amtssprachen gibt, wie Armenisch und Kurdisch und Aramäisch, das sind die Amtssprachen von Rojava. Und sie alle haben das Recht auf Bildung in ihrer Muttersprache. Das ist eine Errungenschaft der Revolution. Also wenn du sagst, das Regime erkennt unser Bildungssystem nicht an, also was sollen wir sagen? Das Regime attackiert uns ja auch und erkennt uns nicht an. Also dies müssen wir alles mit einbeziehen und dürfen wir nicht vergessen heute. Also die Sprache, die wir in der Schule lernen, ist auch diesen Menschen zu verdanken, die auch ihr Leben gegeben haben für die Revolution. Heute, jetzt kann ich Kurdisch lesen und sprechen. Es gibt jetzt eine ganze Generation, die jetzt mit Kurdisch aufwächst, mit ihrer Muttersprache aufwächst. Und, danke für die Beiträge nochmal. Ja, und diese Konferenz ist auch natürlich ein Ort, wo wir über diese ganzen Probleme offen sprechen können und auch über die Probleme. Und wir betrachten diese Kritik natürlich auch als einen Weg voranzugehen und eben weiterzuarbeiten und auch Ideen auszutauschen. Und wir möchten unsere Seite der Geschichte erzählen, aber wir möchten natürlich auch zuhören und schätzen deshalb auch alle Beiträge. Wir sagen, wir sprechen von Demokratie. Und das alles sind Bemühungen für diese Demokratie. Also Monitoring und sich diese Dinge anzuschauen, das gehört alles zur Demokratie dazu. Nichts ist perfekt. Und ja, es tut mir leid, falls ich mich zeitlich
nicht an die Zeit gehalten habe. Vielen Dank. Frau Helbjerg, Sie kommen noch mal dran. Sie haben ja gerade signalisiert, das ist ein Missverständnis. Dr. Sadi, jetzt wurde schon öfters über das Bildungssystem gesprochen und auch etwas, was uns bei den Reisen begegnet, ist die Frage der Perspektive des neuen Bildungssystems. Und deswegen auch nochmal jetzt hier explizit nochmal die Frage sozusagen, ohne die Anerkennung sozusagen im syrischen Bildungssystem, welche Perspektive hat das auch inklusive der Universitäten, die aufgebaut werden, so wie Frau Helbjerg gesagt hat, sozusagen als eigenes kurdisches Bildungssystem, welche Perspektive steckt dahinter? Dankeschön. Bevor ich antworte, möchte ich gerne eine Sache sagen. Es ist nicht als Beleidigung gemeint. Also es gibt diese Tendenz, dass ganz viele Organisationen und Journalisten nach Rojava gehen und dann zurückkommen mit sehr kritischen Berichten und dass sie eben versuchen, etwas einen Fehler bei Rojava zu finden. Also ich möchte jetzt nicht, also Dr. Omar hat schon sehr genau geantwortet auf diese Punkte. Aber wir sehen sehr oft so eine Tendenz, dass trotz dieser Konflikte und trotz des Krieges, der immer noch weitergeht, und dass alle Türen offen sind, wir feiern zum Beispiel trotz all dem den Jahrestag der Revolution. Also die Repräsentantin der Vertretung ist auch hier. Und ich finde diese Kritik in Angesicht dieser Lage nicht in Ordnung. Also es gibt sehr ernsthafte, es ist eine sehr ernsthafte Situation, in der sich Syrien gerade befindet. Dr. Omar said. And for protection, und they really don't need, um sich zu schützen, also der Widerstand von Kobane hat es gezeigt, dass das Einzige, was wir brauchen, wirklich ist, dass diese ganzen Regierungen in Europa aufhören, der Türkei Waffen zu liefern. Und alle anderen Western countries, like in Canada, und auch andere westliche Staaten. Auch dort wurden Proteste organisiert gegen türkische Drohnenangriffe. Also die Diskussion ist über Probleme der Administration. Und wenn ich mich auf deine Frage beziehe, von Bildung, ja, eines der Hauptthemen oder Hauptprobleme auch ist die Anerkennung, denn offensichtlich werden wir vom syrischen Regime nicht akzeptiert. Wir arbeiten zusammen mit vielen internationalen Akteuren. Und jeder Teil unseres Bildungsprogramms ist verfügbar und wir versuchen alles zu dokumentieren. Also mit diesen Akteurinnen gemeinsam, die wir dokumentieren. Also auf der einen Seite soll es ein System geben, basierend auf dem autonomen System, das in Rojava versucht wird aufzubauen. Also dem zu antworten, das ist das Ziel. Also darauf eine Antwort zu haben, dem gerecht zu werden. Global universal standards of higher education. Most of our professors, die meisten unserer ProfessorInnen bei den sozialen Wissenschaften sind Absolventen von anderen Unis.
Wir hoffen, dass wir eine Fakultät errichten können, zum Beispiel in Europa, die dann mit unserer Fakultät gemeinsam arbeitet. Wir denken, dass wir werden an irgendeinem Punkt bestimmt auch Anerkennung bekommen, denn viele Universitäten wenn viele dieser Universitäten in der Region bieten keine Antwort auf das, was die Menschen dort wollen. Ja, und das war alles. Danke. Sie haben mir noch signalisiert, Sie wollten noch was sagen. Sie meinten, da wäre ein Missverständnis. Deswegen, Sie können noch gerne, und dann würde ich noch gerne so zwei, drei Beiträge aus dem Publikum haben. Genau. Vielen Dank. Ich wollte vielleicht kurz auch auf das eingehen, was Dr. Omar gesagt hat und Dr. Saadi. Vielen Dank. Ich bin hundertprozentig einverstanden mit allem, was Sie gesagt haben. Wir sind uns einig über diese regionalpolitischen Bezüge mit Türkei, dass deutsche Panzer in Afrin fahren, ist eine Tragödie, dass keine Unterstützung da ist, dass sich Deutschland nicht mal traut, in den kurdischen Gebieten aktiv zu sein. Deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat eine rote Linie in Nordostsyrien, die verläuft zwischen den arabischen Regionen und den kurdischen Regionen. Wer das hier nicht weiß, die GIZ darf da arbeiten. Ich habe mit NGOs gesprochen, die haben 5 Büros in ganz Nordostsyrien. Geld aus Deutschland gibt es nur für Raqqa, aber nicht für Hasake, weil Hasake ist zu kurdisch. Wir wollen ja Herrn Erdogan nicht verärgern. Ich wiederhole diese Dinge ständig. Wenn ich politische Entscheidungsträger treffe, Parteienvertreter in der Öffentlichkeit, dann ist das meine Rede über Nordostsyrien. Hier sind nur Menschen, die meiner Meinung sind, die ihrer Meinung sind. Wir sind uns alle einig. Deswegen ist das eine wichtige Gelegenheit, nach innen zu schauen und über die Selbstverwaltung auch zu sprechen. Und nicht nur uns zu bestätigen, wie wunderschön alles ist. Weil hier sitzt keine Vertreter, die türkische Propaganda verbreiten wollen. Nein, wir sind uns einig, dieses Projekt verdient Unterstützung, aber dafür muss es auch an sich selbst arbeiten und die Bereitschaft ist da. Und deswegen ein abschließendes Problem, glaube ich, ein abschließender Satz. Das Dilemma ist, solange eine Partei, und Herr Dr. Omar hat es genauso formuliert, solange eine Partei ein revolutionäres Projekt vorantreiben möchte, kann es nicht wirklich demokratisch ablaufen. Das ist das große Dilemma in Nordostsyrien zum jetzigen Zeitpunkt. Danke. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt noch die Chance für zwei, drei Beiträge aus dem Publikum. Meine Kolleginnen sind so nett, die Mikros zu geben. Genau. Ja, genau, Michael. Also ich bin der Frau Hellberg dankbar. Mir würden noch mehr Beispiele einfallen für suboptimales Gelingen der Revolution in Rojava. Also ich bin ja oft genug da gewesen, die mich kennen, wissen das. Zum Beispiel auch, sagen wir mal, Frage der Sexualität, Frage der Position von Kadern in der Durchsetzung von der täglichen Politik. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, gerade die wir hier sitzen, aufpassen, dass wir das alles nicht betrachten mit so einer typisch eurozentristischen Brille. Ja, also die Maßstäbe von uns, die wir an den Tag legen, die ecken dort sehr, sehr schnell und sehr häufig an. Ob das die Dienstpflicht ist, um nicht zu sagen Wehrpflicht, ich habe schon gesagt Sexualität. Also es gibt tatsächlich Leute, die sich aufhängen. Wenn Kader ungewollt schwanger werden, ist ein unglaublicher sozialer Druck da. Ja, das ist ein Problem. Auf der anderen Seite hüte ich mich jetzt zu sagen, wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache, zu sagen, das ist jetzt das Riesenproblem oder das Hauptproblem, das steht uns nicht zu. Ja, ich finde, unser Problem ist eher dafür zu sorgen, dass tatsächlich diese Doppelmoral von Seiten zum Beispiel der deutschen Regierung aufhört oder möglichst in die Mangel genommen wird, die genau dazu führt, dass seit, ich würde sagen, der Break war 2018 mit dem Einmarsch in Afrin. Nicht der erste Einmarsch der Türkei 2016, sondern 2018 in Afrin und nochmal 2019. Das hat dazu geführt, dass der gesellschaftliche Druck auf Rojava unglaublich zugenommen hat und dass genau für Reformen oder für demokratische
demokratische Prozesse oder weitere basisdemokratische Prozesse, die auch umfassen würden, die Rolle der Partei in Frage zu stellen oder auch den Einfluss der PKK in Frage zu stellen, in der konstruktiven Art und Weise, ja, dass das zurückgeworfen wurde. Dadurch, dass zum Beispiel das Regime wieder mehr Zugang gekriegt hat nach der Invasion oder nach den beiden Invasionen, ist es schwerer geworden, gesellschaftliche Experimente zu machen, weil man sich auf die bewährten Strukturen zurückgeworfen fühlt oder weil die zwangsläufig besser zur Anwendung kommen müssen, weil die Verteidigungssituation zunimmt. Also insofern ist das zwar richtig, was Sie gesagt haben, und ich könnte es auch noch ergänzen, wie gesagt, an vielen Punkten, aber wir kommen nicht weiter, solange dieser militärische Druck besteht, wo Europa bzw. die Bundesrepublik sich völlig unkonstruktiv oder sogar antagonistisch verhält. Vielen Dank. Super. Ich schlage einfach vor, wir sammeln ein paar Beiträge und dann gehen wir nochmal zurück ins Plenum. Wir haben noch Zeit für 2, 3 Beiträge. The lady. The woman. Yeah. Woman. Anita sagt das. Ja, sind überall. Okay. Genau, ich will noch mal auf den Bereich der Bildung eingehen. Genau, und es gibt ja diese große Bedeutung der Anerkennung auch der Universitäten und insgesamt der Selbstverwaltung. Und ich glaube, in dem Ganzen ist es aber wichtig, auch zu gucken, dass gerade das, was an besonderen Ideen auch für eine andere Bildung, für eine andere Weltsicht auch entwickelt wird. Gerade Wissenschaften wie die Genealogie, die aus der Bewegung entstanden sind, aus der politischen Philosophie oder dieser anderen Epistemologie aus der kurdischen Bewegung kommt, das auch wirklich als eine Stärke zu sehen und auch zu vertreten, auch offensiv zu vertreten. Also wir haben überall weltweit inzwischen die Debatten, auch akademisch, um Dekolonialisierung, um nicht-westliche Wissenschaftszugänge, Epistemologien. Und ich glaube, da müssen wir uns gar nicht, gibt es eher was ganz Starkes, was wir da auch vertreten können. Und ich habe gerade den Eindruck, dass das eher so, dass man sich eher zu sehr anpasst und versucht jetzt zu zeigen, man ist so wie alle anderen Unis oder die Bildung ist so, so wie überall, wie es westlich-liberal anerkannt wird. Genau, das Gleiche würde ich auch insgesamt für die politische Philosophie sagen. Es ist ja nicht ein Problem, dass es eine Philosophie ist, die von Öcalan kommt, der mit der PKK verbunden ist, sondern ganz im Gegenteil, der demokratische Konföderalismus, diese politische Philosophie, die ist ja längst über die Partei sowieso, aber auch über die kurdische Bewegung hinaus. Also hat das viele Menschen inspiriert, wird das aufgegriffen weltweit, also wird auch hier in Europa von vielen Organisationen inzwischen als das eigene politische Orientierung und Philosophie angenommen und damit gearbeitet. Das sind ja wirklich Ideen, die uns Lösungen bieten, weit über die kurdische Region oder den Mittleren Osten hinaus und ganz offensiv das auch zu vertreten. Ich möchte mich auch erstmal bei allen RednerInnen bedanken und bin der Meinung, also mir persönlich fehlt es etwas an Dankbarkeit, was die Selbstverwaltung angeht, weil die Selbstverwaltung in dieser Region Dinge geleistet hat, die sich niemand von uns vorstellen kann, wenn man nicht dort lebt. Und ich denke, Kritik ist wichtig, Kritik ist auch berechtigt, aber es gibt zwei Realitäten. Auf der anderen Seite wird die Selbstverwaltung leider nicht anerkannt und auf der anderen Seite ist sie andauernd türkischen Angriffen entgegengesetzt und steht unter dieser Gefahr, jederzeit wieder angegriffen zu werden. Deswegen denke ich, dass es geht ums Überleben und nicht darum, ich denke, dass in meiner Gemeinde der Sprecher oder der Vorsitzende, die Vorsitzende nicht der oder die sein sollte, sondern es geht wirklich um ums Überleben, was die Selbstverwaltung, was Rojava angeht. Und ich finde einfach, dass viel mehr Verständnis da sein muss, weil sehr viel Kritik, die kommt, meistens so aussieht, als wäre diese Kritik an einen Staat gerichtet, der etabliert ist, der vielleicht auch mitten in Europa liegt. Das ist aber eben nicht der Fall. Und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst werden und auch die Opfer, die erbracht worden sind, bis wir heute das sehen, was Rojava und die Menschen in Rojava geleistet haben, einfach wertzuschätzen. Deswegen
möchte ich oder fordere und wünsche ich mir von jedem hier, dass gegenüber der Selbstverwaltung, gegenüber den JPG und JPG-KämpferInnen mehr Dankbarkeit herrscht. Danke. Danke sehr. Ich habe einige Fragen. Christine, an dich würde ich gerne fragen. Ich war auch in Rojava. Ich bin Ethnologin und Journalistin und habe immer den Blick von der ethnologischen Seite aus. Auch ich war in Derik, weil ich auch zur Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg-Derik gehöre. Und ich habe eigentlich dort weniger die Strukturen so wahrgenommen, von oben nach unten, dieses Autoritäre. Ich habe eher wahrgenommen, dass die Menschen verunsichert sind, weil sie haben vorher 150 Jahre, 60 Jahre in einem autoritären Regime gelebt, wo immer gesagt wurde, die Mauern haben Ohren. Und keiner hat sich getraut, wirklich irgendwas zu sagen, geschweige denn Verantwortung zu übernehmen. Und diese ganzen Unsicherheiten, wovon du gesprochen hast, dass die Verwaltung zum Teil sich lahmlegt, habe ich eigentlich eher so interpretiert, dass es diese Verunsicherung der Menschen ist, die jetzt in Ämtern sind und Verantwortung übernehmen müssen plötzlich. Sie sind es nicht gewöhnt, sie haben es noch nicht gelernt. Und ich denke, da müssen wir einfach viel empathischer mit umgehen und auch geduldiger sein, dass das auch ein langer Lernprozess ist. 10 Jahre ist keine Zeit. Das ist so meine Frage an dich. Würdest du die Meinung teilen oder siehst du trotzdem diese Dominanz der PID und der Strukturen? Das ist so die eine Frage. Die andere Frage, die habe ich an Dr. Omar. Wenn es darum geht, um die Dominanz der PID, habe ich eigentlich wahrgenommen, dass sehr viele Repräsentanten der Selbstverwaltung unter anderem, ich glaube auch Sie selbst, gar nicht der PID angehören, sondern anderen Parteien. Und da würde ich auch noch mal nachhaken wollen, ja, also, weil ich glaube, wir sitzen hier ganz oft der Propaganda der deutschen Medien auf, die hier dieses Gespenst PKK und die Gleichsetzung irgendwie PID gleich PKK aufsitzen. Also ich glaube, wir müssen da an der Stelle differenzierter damit umgehen. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist, du hast ja, Christine, du hast ja auch schon nochmal zu Recht auch viele Missstände aufgeführt von ökologischen Problemen, Stromproblematik und so weiter. Am Ende hast du da auch nochmal ein bisschen dich klarer nochmal positioniert, wofür ich dir sehr dankbar bin, weil ich glaube, wir können diese Missstände jetzt nicht der Selbstverwaltung irgendwie vorwerfen. Zum Beispiel, wir wollten oder wir haben eigentlich schon fast einen Förderantrag in der Schublade für einen Solarbrunnen in Derik, der ein ganzes Stadtviertel mit Solarstrom versorgen möchte. Es gibt mehrere Anfragen, also wir arbeiten ja direkt mit der Kommune zusammen und uns sind die Hände gebunden seit, das hat auch Michael Wilk vorhin schon gesagt, 2018, nee, bei uns war es später, seit 2020 ist für uns die Tür zu für Fördergelder von der BMZ. Ja, und wir können praktisch als Kommune keine Projekte mehr machen. Das ist unser Problem. Und es liegt nicht an der Selbstverwaltung, meiner Meinung nach, sondern es liegt wirklich daran, dass Deutschland sich verweigert, um Erdogan nicht zu verärgern. So, vielen Dank. Ich klaue sowieso schon einen Teil der Pause. Deswegen sozusagen gehen wir jetzt nochmal zurück ans Podium. Christine, da waren direkte Fragen an dich, bevor ich dann nochmal zu Dr. Omar komme. Genau, ja, vielen Dank für die Nachfragen. Nochmal, das ist alles total richtig. Das ist kein Staat. Ich habe es gesagt, wir können an die autonome Verwaltung nicht die Maßstäbe anlegen wie an einen funktionierenden Staat. Es gibt die Bedrohung, es gibt die Abregelung, alles richtig. Trotzdem war es die Aufgabe dieses Podiums, auch kritisch das zu beleuchten, was die Selbstverwaltung tut. Ich glaube, das Dilemma ist eben, dass wir einerseits dieses Ein-Parteien-Denken oder das Kader-Denken, das sitzt sehr tief und das sitzt bei den Syrern sowieso schon tief, weil sie seit 50 Jahren, 60 Jahren ja sowieso nichts anderes
kennen. Deswegen haben wir einerseits eine bestimmte Art der Denkweise, die sich durch Behörden zieht, zwangsläufig. Das ändert aber nichts daran, dass am Boden, auf kommunaler Ebene, natürlich auch Selbstorganisation stattfindet, wie zum Beispiel diese Städtepartnerschaft, von der ich ja schon gehört hatte. Das ist natürlich eine tolle Sache. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir müssen differenzieren. Wir können nicht immer dieses Jahr schwarz-weiß funktioniert so, das ist PKK, das ist gar nicht PKK, sondern die Wahrheit liegt dazwischen. Wir müssen das differenziert betrachten. Und ich bin völlig deiner Meinung, wenn du von Verunsicherung sprichst. Mein Haupteindruck aller Menschen, die ich getroffen habe, und zwar egal, wo ich unterwegs war, war immer, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir sind so verunsichert, wir haben Angst sowohl vor der Türkei, wir haben Angst vor dem IS, je nachdem, wen man fragt, in welcher Region. Man lagert seine Ersparnisse unter der Matratze, damit man beim nächsten Angriff nach Europa fliehen kann, statt dass diese Ersparnisse im Nordosten investiert werden, wo ja so dringend Geld gebraucht wird. Und das ist das wirklich Tragische, dieser Zustand von Angst und Verunsicherung. Das ist das dominante Gefühl in der Region. Dafür kann die Verwaltung nichts. Aber trotzdem sollte sie sich auch nicht verstecken und sagen, ja, wir können ja nicht und wir sind abgeriegelt, sondern man kann vielleicht doch mit anderen Mitteln oder mit mehr Effektivität, weniger Schleifen und weniger Bürokratie, kann man vielleicht doch manchmal pragmatischere Lösungen finden, wenn die Müllabfuhr oder die Stromversorgung, wie gesagt, das waren ein paar Beispiele, Generatoren außerhalb der Wohnviertel, da steht in jedem kleiner Straße steht ein stinkender Generator, der Lärm macht, und das könnte man anders organisieren. Also ich habe viele Leute getroffen, die Vorschläge haben. Das sind so Beispiele, wie man es besser machen kann, ohne zu sagen, ja, das ist ja hier total Versagen, weil unter den Umständen muss man wirklich anerkennen, was jetzt schon funktioniert. Vielen Dank. Dr. Omar, noch eine konkrete Frage war von Elke gestellt worden, und zwar zu sagen, sind nicht auch die Parteien dort sozusagen mit in der Verwaltung? Und dann haben Sie aber auch gerne nochmal die Möglichkeit, auf das Gesagte zu reagieren. Ja, ob er selbst Partei APD, ich war Partei Harry Mazenau, Harry Kedaya. Also ich bin in Bira Brez Nazira. Ich war Partei APD, ich war Partei Harry Mazenau. Als ich gesagt habe, die Parteien in Rojava und in Syrien, Nazira hat gesagt, als wir zusammen gearbeitet haben, am Ende 2014/15, wir haben Auseinandersetzungen bezüglich des Prozesses der Unabhängigkeit und also der Autonomie. So, bei der Ärztenkammer oder Anwältekammer. Wir haben versucht, diese Leute zu überzeugen, sich an diesem Prozess, also an diesem Prozess teilzunehmen. Wir wollten eine Art Transition. Wir haben Organisationen der Zivilgesellschaft besucht und so weiter. Also im Norden Syrien gab es keine politische Leben, keine Parteien, keine NGOs, nichts. Wir haben damals, wir sind nur zu den Stammführern gegangen und haben versucht, sie zu überzeugen. So. Heutzutage gibt es 31 verschiedene Parteien mit ihrer eigenen Verwaltung, kurdische Parteien, NGOs, eine Menge anderer Parteien, andere Menge Organisationen. Die Verwaltung entsteht aus 31 Gruppierungen, und das ist nicht das Ende. Sie müssen sich weiterentwickeln. Sie müssen das ist verbessern. Wir versuchen jeden Tag, die Sachen zu verbessern. Wir haben ein Komitee für Recht und Sozialvertrag. Wir versuchen jetzt eine neue Verfassung zu schreiben.
wir versuchen jetzt einen Konsens zwischen all diesen Gruppierungen zu finden. Wir könnten dementsprechend eine faire Vertretung haben, um dafür zu sorgen, dass jeder in der Gesellschaft vertreten wird. Und wir vermeiden die Drohungen, zum Beispiel die türkische Bedrohung. Was das Problem jetzt ist, dass man versucht jetzt zu überleben und diese Drohungen zu beseitigen. Das macht die Transition und die Änderungen viel schwieriger. Wir wissen auch nicht, was für Zwecke oder Ziele die türkische Regierung hat. Und jetzt, also wir wissen, wie die Situation vor dem Krieg in der Ukraine war, aber jetzt, also die Türkei hat neue Pläne, sie nützen jede Möglichkeit. Also die Türken nützen die PKK nur als Ausrede und die anderen Parteien werden auch von ihr als Ausrede benutzt. Das ist der Art, wie wir Diplomatie ausüben. Das hat eine positive Wirkung. Unsere Diplomatie sind sie. Unsere Diplomatie ist das Volk. Wir kämpfen gegen Islamisten. Wir kämpfen gegen den Islamischen Staat. Wir kämpfen für die Menschlichkeit. Aber auf einer Seite kämpfen wir gegen den IS, auf der anderen Seite möchte Russland mit uns verhandeln. Also das Entscheidungszentrum liegt irgendwo anders, das ist das Problem. Diese Länder folgen ihren Interessen und arbeiten auch in diesem Sinne. Was den Unterschied macht, sind die Leute wie Sie. Wir reden jetzt über die guten Sachen. Wir können kritisieren, aber ich glaube, wir müssen weiter unterstützen, wenn die Sache weiter gut laufen. Klasse, dann bleibt für mich nur noch übrig, mich zu bedanken. Wir haben gehofft, bei dieser Konferenz Räume zu schaffen, wo wir kritisch miteinander sprechen können. Ich bedanke mich, dass das angeboten worden ist, auch ans Publikum. Und dann sind wir hiermit fertig. Dankeschön, vielen Dank.